Du überlegst dir, ob du das How-to-Heilpraktiker-Lernwerk kaufen möchtest oder hast es bereits schon gekauft. Wenn du einfach dir einen Eindruck verschaffen möchtest, wie es aufgebaut ist, wo du welche Infos findest, ja, und was dich einfach so ein bisschen erwartet, dann schau dir unbedingt das Video hier oben an oder hier unten. Ich werde es verlinken. Da habe ich für dich ein Video-Tutorial erstellt, dass du einfach vorab weißt, ja, wie das alles strukturiert und aufgebaut ist. Ansonsten kommen wir jetzt mal heute so ein bisschen zu dieser Background-Story, wie das alles entstanden ist. Wenn es dich interessiert, wie gesagt, dann habe ich das Video für dich gemacht. Ich finde es auch immer ganz spannend, ein bisschen die Person dahinter kennenzulernen. Und deshalb möchte ich mir jetzt Zeit nehmen, ja, da einfach ein bisschen aus meiner Erfahrung zu erzählen, dass du da einfach ein bisschen weißt, wer ich bin und wer überhaupt hinter diesem ganzen How-to-Heilpraktiker steckt. Während meiner Ausbildungszeit bin ich selber in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten und hätte mir sehr gewünscht, dass ich mich da etwas besser informiert hätte vorab. Und falls dich deshalb auch ein paar Dinge interessieren rund um Q&A, Heilpraktiker-Ausbildung und Prüfung, da habe ich ebenfalls ein Video für dich mal hochgeladen auf dem Kanal. Findest du in der Infobox oder auch in der Infokarte oben nochmal verlinkt. Ansonsten kommen wir jetzt mal ein bisschen zu der Story. Was steckt hinter dem How-to-Heilpraktiker-Lernwerk? Und ja, ich werde einfach ein bisschen erzählen von meiner Erfahrung aus den letzten Jahren. Ich selber habe die Heilpraktiker-Ausbildung begonnen, weil sich dieser Wunsch, tatsächlich Heilpraktiker zu werden, schon als ich 13 war, eingenistet hat in meinem Herzen. Ich war nämlich, als ich 13, 14 war, in der Zeit sehr, sehr krank. Also mir ging es einfach körperlich, gesundheitlich überhaupt nicht gut. Ich war immer das kranke Mädchen in der Klasse, die nie da war, lauter Fehltage, ständig Fieber, einfach so Dauergrippe, dauernd schwach. Ja, war keine so schöne Zeit. Und ich habe in der Zeit selber angefangen, mich so sehr mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen. Und so viele Leute konnten mir auch nicht helfen, also von diesen Experten so. Ärzte, aber auch andere Heilpraktiker. Also sehr viele, egal aus welchen Bereichen oder Communities, hatten auch keinen Rat. Also weder irgendwelche Darmprobiotika haben angeschlagen, noch natürlich irgendwelche stärkeren Medikamente. Und ich habe einfach angefangen, selber so viel zu lernen. Und wollte selber das verstehen, wirklich in der Tiefe. Und dachte mir, doch, wenn ich mal groß bin, dann werde ich auf jeden Fall so eine Ausbildung machen. Ja, ein paar Jahre in die Zukunft, man weiß, heilpraktische Ausbildung kann man erst machen, wenn man ja 25 ist. Also die Ausbildung kann man schon früher anfangen, aber die Prüfung erst mit 25 ablegen. Also ich davor ein bisschen mir die Zeit totgeschlagen mit Gesundheitswissenschaften-Studium, mit sehr viel Fitnesstrainer-Ausbildungen aller Art. Habe auch noch ein paar andere Sachen ausprobiert gehabt, ein paar andere Studiengänge mal getestet. Aber habe immer so ein bisschen auch gewartet, wann kann ich endlich die Heilpraktiker-Ausbildung beginnen. Und dann war es endlich soweit. Ich habe mit 23 oder so angefangen. Ja, und jeder, der es vielleicht schon durchlebt hat, kann mir da recht geben. Man wird sehr, sehr schnell auch ernüchtert und es wird einem sehr schnell Angst gemacht anstatt Mut. Und bei mir hat sich auch die Klasse immer weiter ausgedünnt mit den Jahren. Also nicht nur mit den Jahren, es ging eigentlich ziemlich schnell dahin, weil der Lernstoff, das darf man nicht unterschätzen, ist gigantisch. Es ist so viel Zeit und Kraft, die man investieren muss, um das auch alles zu meistern. Egal, ob man davor, finde ich, medizinischen Beruf schon hatte oder nicht. Es ist einfach einen Batzen an Arbeit. Da kommst du nicht dran vorbei und das haben wir alle unterschätzt. Die meisten, glaube ich, unterschätzt, was da alles auf einen zukommt. Und bei mir war es dann so, ich habe mir gedacht, oh Gott, ich glaube, ich schaffe das auch nicht noch parallel zu meinem Studium damals. Aber so der Wille und der Ehrgeiz war halt so groß, dass ich mir von Woche zu Woche die ganzen Sachen, egal wie schwer es war, egal wie viele Stunden ich extra am Abend oder in aller Herrgottsfrühe noch dran saß, habe mir alles zusammengeschrieben, alle möglichen Eselsbrücken ausgedacht. Ich habe ganz viele Bilder gebraucht, um mir Sachen überhaupt zu merken, weil unser Skript war ganz klassisch schwarz-weiß. Da gab es nichts Schönes, Visuelles, gar nichts, dass der Kopf das irgendwie sich schnell mal merken könnte. Also habe ich das alles im Alleingang über die Jahre erstellt. Und ich habe es dann einer Freundin von mir, die ein paar Jahre später, als ich die Heilpraktiker-Ausbildung begonnen hat, mit ihr die Informationen einfach nach und nach geteilt. Sie hat gesagt, oh, ich brauche Hilfe, hast du eine Zusammenschrift irgendwie kurz und knackig systematisiert, zusammengefasst. Sie kennt auch meine Zusammenschriften aus der Uni schon. Und sie hat gesagt, ja, wenn du sowas hast, bitte gib's mir. Und sie hat mich unter anderem auch sehr dazu motiviert, das tatsächlich nochmal schöner zu machen, nochmal professioneller aufzusetzen. Und das habe ich dann auch gemacht. Tatsächlich, nachdem meine Heilpraktiker-Ausbildung beendet war, habe ich nochmal, ich glaube, es waren insgesamt nochmal 3 Jahre on top investiert, um jeden Tag, ungelogen, 3 bis 4 Stunden saß ich dran, um das alles zu überarbeiten, wirklich die Illustrationen, die Eselsbrücken, dass das schön aufgesetzt ist, dass es nicht meine Sauklaue ist aus schriftlichen Unterlagen, alles digitalisiert. Und ich erzähle euch jetzt die Story. Damit das alles ging, bin ich teilweise aufgestanden um 3 in der Früh, um 4 in der Früh, um das noch zu machen vor der Arbeit, vor den anderen schulischen Ausbildungen und Verpflichtungen.
Und das klingt dann alles immer so toll, jemand setzt sowas auf und das ist so ein tolles Konzept und das ist wieder so ein Overachiever. Aber es gibt immer eine große Schattenseite zu all dem. Also wie viel ich auch einfach opfern musste in der Zeit. Und ich sage jetzt, niemand muss jetzt sowas so ein Lernwerk erstellen. Und ich bin jetzt auch keine Arme, dass ich das gemacht habe. Ich habe es auch freiwillig gemacht. Aber was ich sagen möchte ist, ich habe mich in der Zeit sehr viel verglichen mit anderen. Dachte, die sind bessere Lerner, die kommen schneller voran, die sind alle schlauer, die brauchen sich nicht stundenlang hinzusetzen, um sich Themen zu erarbeiten. Die flutschten das da irgendwie rein und dann haben sie es für immer gemerkt. Aber das ist ein Schmarrn. Man darf sich echt nicht dauernd vergleichen mit anderen. Jeder hat da zu knabbern gehabt während der Heilpraktiker-Ausbildung. Jeder hat mega viel Zeit und Kraft reinstecken müssen, damit das überhaupt was wird. Und man darf sich da echt nicht entmutigen, und das will ich jetzt damit sagen. Es wird nicht so einfach, aber es ist definitiv machbar. Keinem anderen fällt es super leicht, das gibt es schon mal nicht. Und alle Sachen, die man mal schaffen kann und die glamorous aussehen, dahinter steckt extremst viel Herzblut und auch Arbeit. Und das will ich an der Stelle einfach nur sagen, damit man selber in Zeiten, wo es wirklich dunkel ist, auch während der Ausbildung, man sich denkt, warum tut man sich das an? Ich glaube, ich kriege das nicht hin. Doch, du kriegst es hin. Andere haben es auch geschafft. Die sind auch keine Geniuses. Manchmal muss man an der Hand genommen werden und zusammen kann man es wirklich schaffen. Bei mir war es dann auch noch so, dass zusätzlich zu dem Lernskript, was ich dann erstellt habe, darum gibt es jetzt auch bei mir in How to Heilpraktiker auch diese Telegram-Community und diesen regen Austausch mit den Kollegen, weil bei mir kam auch noch Corona mitten reingeschlagen, diese ganze Quarantänezeit während der Ausbildung. Das heißt, ich hatte nicht mal mehr die Möglichkeit, mich zu vernetzen mit anderen Kommilitonen, wir hatten gar kein Schulleben mehr und vieles lief auch online. Und ich muss halt ehrlich sagen, man hat sich so alleine gefühlt. Also man war wirklich, man saß alleine da, hat stundenlang versucht, Themen sich zu erschließen, ohne jegliche Hilfe. Mein einziger Kumpel, mit dem ich mich voll gut verstanden habe während der Ausbildung, hat dann aufgehört, weil es ihm zu viel wurde. Und das ist dann teilweise, es kommt echt manchmal viel auf einen zu. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich, es ist so cool, wenn man Leute hat, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man sich verknüpfen kann. Aber weil ich selber auch gar nicht wusste, wie das geht, weil die Klasse ist jetzt kein Medizinstudium mit 300 Kommilitonen, habe ich mir jetzt gedacht, darum gibt es beim How to Heilpraktiker, dass man sich einfach auch vernetzen kann, dass man Gleichgesinnte findet und auch nicht unbedingt nur in deinem Bundesland. Es wäre doch eigentlich mal viel cooler, wenn wir alle mal uns zusammentun und uns einfach gegenseitig unterstützen. Also warum immer dieses Alleinkämpfen? Ich bin bekannt dafür, ein Einzelkämpfer jahrelang gewesen zu sein, aber ich finde das ehrlich gesagt nicht mehr gut. Ich wollte das eben auch ändern, weil ich weiß, was es für einen Mehrwert hat, wenn man nicht mehr alleine sein muss. Das ist so ein bisschen die Story eigentlich dahinter, wie das alles entstanden ist. Also eigentlich aus einem sehr dunklen und, muss ich auch sagen, traurigen Ort der Einsamkeit und der Verzweiflung, weil ich mir dachte, das kann nicht sein, dass das so sein muss, diese Ausbildung und dann die Verzweiflung bei den Leuten, wenn sie die Prüfung nicht bestanden haben, das alles, diese ganzen Massenordner nochmal durchzugehen. Und um denen auch das künftig zu erleichtern, die zu unterstützen, wollte ich meine Sachen, mein Wissen teilen. Deshalb, falls es dich interessiert, das war auch schon die Background-Story, kannst du gerne das How to Heilpraktiker Lernwerk auschecken. Ich werde es unten in der Infobox verlinken und auch in der Infokarte. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir auch super gerne eine Mail. Ich hoffe, du kannst vielleicht ein bisschen mit meiner Story resonieren. Vielleicht ist es bei dir auch nicht so dunkel oder schwarz oder anstrengend gewesen. Ich will auch jetzt niemanden entmutigen, aber ich will einfach nur realistisch erzählen, dass nicht immer alles so Gold ist, was glänzt und bei jedem viel Arbeit und Mühe dahinter steckt und man sich da einfach nicht entmutigen lassen darf, dass es bei einem selber nicht so ist. Weil bei den anderen fühlt es sich auch manchmal richtig dark an und ich will einfach nur Mut machen. Bleibt dran, es lohnt sich. So, wenn man es geschafft hat, ist man unglaublich stolz auf sich, hat ein großes Selbstwertgefühl dazu gewonnen und mehr Selbstbewusstsein für sich. Und dann weiß man irgendwie, okay, die ganzen Sachen, die jetzt kommen, kriege ich auch hin. Ich habe das ja auch schon geschafft. Ja, ich hoffe, das Video war ein Mehrwert für dich. Ich freue mich, von dir zu hören und bis dahin, ganz viel Erfolg bei deiner Lernerei. Mach's gut, ciao.